Moin Leute, also willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Lange ist her, aber es kam ein neues Update raus, mit dem wohl auch ein paar neue Story-Events reingepatcht werden sollten. Ich weiß es noch nicht, ich habe es nur so grob gelesen. Des Weiteren sind auch noch zwei Fahrzeuge reingekommen. Der erste war ein DB11 Volant oder Volante. Volant, denke ich, ist es eher ausgesprochen. Oder Volant. Keine Ahnung, ist eine britische Marke, kann ja sein. Der ist gratis für alle. Im Prinzip aber nur ein DB11 Cabrio. Und aber auch der McLaren F1, welcher 5 Euro kostet. Mit dem wird noch eine Tuning-Folge kommen, das auf jeden Fall. Ich finde den Preis kackend dreist, aber ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal ans Tageslicht und gucken, ob sich hier irgendwas ergibt, ob irgendein Anruf oder so reinkommt. Wäre was, ne? Wenn ich hier ein Story-Event haben soll, dann wäre es prinzipiell gar nicht schlecht. Ah, guck mal. Hey, hier ist Raciel. Du kannst deinen Wagen jetzt abholen. Komm zu den Docks, wenn du soweit bist. Okay, ich kann an den Docks meinen Wagen abholen. Das ist ja interessant. Die Docks waren hier unten, oder? Ja. Okay, genau. Das hier ist die Story dann mit dem McLaren. Und das hier die mit dem Aston Martin. Ich kann mir die beide abholen jetzt erstmal. Okay. Ja, pass auf, dann hole ich mir erstmal den McLaren, den Aston Martin ab. Und guck, was da so passiert. Und dann machen wir das noch mit dem F1. Ich habe keine Ahnung. Also tatsächlich, das Update ist vor ein paar Stunden erst rausgekommen und ich weiß noch gar nichts dazu. Der Sound ist mir ein bisschen zu laut auf dem Ohr. Keine Ahnung, was ich da eingestellt habe. Für euch würde der Sound dann im Video an sich normal bleiben von der Lautstärke. Ja, noch einen Tacken runter tatsächlich. Aber für mich auf dem Ohr gerade ist das einfach ein wenig zu laut. So. Also wir holen die Fahrzeuge am Hafen ab. Das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache an sich. Ach, guck mal, ist sogar ein britischer Container. Das finde ich nicht schlecht. So, dann hätte ich meinen Wagen gerne, bitte. So, was passiert nun? Okay, das ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Das ist verdammt cool. Also wirklich, das ist schön gemacht. Muss ich aber mal sagen. Nette Karre. Okay, diesmal ist unser Klient ein League-Mitglied. Was bedeutet, er erwartet nur das Beste. Und genau das musst du zeigen, wenn wir eine Chance haben wollen, seinen Wagen aufzuspüren. Also, wir wissen, wo der DB5 gestohlen wurde. Und ich habe einen Kontakt beim Sicherheitsdienst, der für die Gebäude da unten verantwortlich ist. Er hat die Überwachungsaufnahmen mehrerer Kameras für uns versteckt. Du musst sie einfach nur abholen. Oh, und unser Freund will sicher gehen, dass ich jemand Fähigen darauf angesetzt habe. Biete ihm also eine kleine Show. Okay, verstehe ich noch nicht hundertprozentig. Pass auf, dann machen wir dazu. Diese Folge mache ich dann ein paar Aston Martin Missionen und nächste Folge ein paar mit dem F1 und zwischendurch werde ich dann irgendwann die Tuning-Folgen reinschieben. Wo soll denn jetzt diese Mission sein mit dem... Genau, hier oben. Oder? Moment. Splitter Boulevard Speed Trap. Ja, Moment, was sagt mir das Symbol darunter? Das verstehe ich nicht. Moment. Fahre mit 209 km/h durch die ausgewählte Speed Traps. Erreiche Platz 1 bis 3 im Event Schemen. Okay, das sind keine neuen Missionen, das sind einfach nur quasi so wie in Horizon 1, aber das ist der 1000 PS Club. Coole Sache an sich, muss ich sagen. Und vielleicht kommen hier noch vernünftige Story-Events rein. 209 km/h muss ich erreichen. Das sollte mit dem Wagen in der Stockform an sich eigentlich machbar sein. Ist jetzt nicht so die Mördergeschwindigkeit. Ja gut, dass es direkt regnet, wenn ich hier so ein Cabrio fahre. Das ist ja
ideal quasi. So, jetzt muss ich nur mal kurz die Steuerung wieder angucken. Genau, das war die Handbremse. Die brauche ich gerade tatsächlich eher nicht. So, 209, jawohl, das reicht. Dann fahren wir mal direkt zur nächsten. Die ist gar nicht so weit weg, glaube ich. Es wurde tatsächlich damit geworben, dass diese Fahrzeuge 5 bis 6 Stunden neues Gameplay reinbringen. Da müssen wir natürlich erstmal gucken, ob dem wirklich so ist. Aber wenn ja, dann ist es auf jeden Fall eine krasse Nummer. Und dann werden auch die 5 Euro für den McLaren wiederum ein Tacken gerechtfertigter. Ja, mit dem Update kam auch noch ein paar andere, kamen noch ein paar andere Sachen rein. Wie beispielsweise ein paar neue Items. Namentlich genannt beispielsweise Fehlzündungen. Also eben, dass die Flammen, die Auspuffflammen anders lackiert werden können. Oder eine andere Farbe haben, nicht lackiert, das ist vielleicht das falsche Wort. Da habe ich mal geguckt, es gibt da zum aktuellen Zeitpunkt Rot, Blau, Gelb ist freischaltbar. Und ich glaube, Grün gibt es noch. Ich weiß, dass ich in die andere Richtung fahren muss, aber ich brauche ein bisschen Schwung, glaube ich. Und des Weiteren gibt es auch noch ein paar andere Vanity-Items. Beispielsweise gelber Reifenqualm wurde reingepatcht. Ein paar neue Unterbodenbeleuchtungen. Generell, wie gesagt, einfach nur ein paar... Muss ich von der anderen Seite anfangen. Einfach nur so ein paar Sachen. Die ich mir natürlich auch noch alle mit Freuden anschauen werde. Denn, wie gesagt, es kommen auf jeden Fall zwei Tuning-Folgen. Einmal mit dem Aston Martin hier. Und einmal mit dem McLaren auf jeden Fall. Ich habe letztlich 5 Euro für ausgegeben, dass der Karren einfach nur rumsteht. Und ja, ich habe mir gekauft, weil ich zumindest eine Tuning-Folge machen wollte mit dem. Aber wenn da noch Story mitgeliefert wird, dann ist das ja ein netter Bonus, um das EP hier fortzusetzen. Und ich meine, wenn man in Need for Speed was zu tun hat, dann ist es ja auch echt ein gutes Spiel, muss man sagen. Nur gibt es halt im Basisspiel relativ wenig, was man per se machen kann. Ich bin gerade mit 200 Sachen an einem Polizist im Gegenverkehr vorbeigefahren, ohne dass er irgendwas getan hat. Ist das neu? Aber jetzt kann ich halt leider keine Schnellreise mehr machen. Ja, doof. Na, wo ist denn jetzt das nächste? Ja, okay, da unten. Ah doch, ich kann... Seit wann kann ich nachts eine Schnellreise machen? Das ist interessant. Was ich halt ein bisschen schade finde, wobei, pass auf. Ich rede jetzt gar nicht über den McLaren, ich fahre gerade den Aston Martin, mit dem McLaren rede ich ja nächste Folge. Ist egal. Tatsächlich bin ich von dem Wagen hier relativ positiv überrascht. Sie haben ja gesagt, dass eine neue Variante eines bestehenden Fahrzeugs reinkommt, als Gratis-Fahrzeug. Was zum Fick sagt mein Navi mir bitte? Und ich habe da halt felsenfest damit gerechnet, dass es eine KS Edition wird. Aber dem ist nicht so. Wie wir sehen, es ist wirklich ein, ja, fast schon neuer Wagen, halt ein Serienwagen, eine Serienversion und kein pre-getunter Wagen. Das war so ein bisschen meine Angst. Also ja, ist eigentlich ganz okay, der Wagen hier. Klar, natürlich finde ich es immer noch super scheiße, dass man halt so damit geworben hat, das Spiel wird supported werden nach Release, wir werden DLCs rausbringen. Und jetzt kommt nach 5 Monaten halt 2 Autos mal rein. Das ist nicht so das Grüne vom Faden. Okay, Platz 1 bis 3 im Schemen-Event. Jetzt ist die Frage, ist das ein Event in der Nacht? Ne, das wird dann am Tag sein. Wenn ich das hier gerade nicht finde. Oder ist es einfach nicht markiert? Oh Gott. Doch, hier.
210 ist empfohlen. Das ist ein neues Event. Okay, cool. Ein neues Rennen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. In Need for Speed Heat tatsächlich. Warum werden mir... Ah ja, genau. Die Nummer war das. Es dauert ja immer ein wenig, bis du mit einem Stunt fertig warst. Bis dann die anderen Sachen angezeigt werden. Nee, hä? Ah, genau. Okay. So, dann reisen wir mal hier hin. Und ich stelle dann aber auch auf Tag tatsächlich um. Morgen früh geht's dir besser. Einfach nur, damit ich nicht mit der Polizei mich anlegen muss. Ja, guck mal, Nummer 1 erledigt. Dafür kriege ich jetzt noch nichts. Ich darf dir jetzt nämlich weitere Teile verkaufen. Ja, guck mal. Da sehen wir jetzt beispielsweise bei der nächsten Stufe bekomme ich Reifenqualm. Ich bekomme ein Kleidungsstück. Und was soll das sein? Also das rechts Karosserietuning vielleicht? Okay, das finde ich interessant. Genau, ich kann ja trotzdem schon mal einfach hier reinschauen. In die Effekte, denn da sehen wir jetzt beispielsweise die Fehlzündungen. Wie gesagt, grün, blau und rot sind von Anfang an vorhanden. Gelb wird freigeschaltet werden. Und auch einige Neonteile sind jetzt neu reingekommen. Genauso auch der ein oder andere Reifenqualm. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Sehr cool. Leistungstuning kann ich vielleicht mal reinschauen. Einer in Besitz? Wie kommt das zustande? Okay. Ja, das sind ein paar nette Motörchen zur Auswahl, wenn wir da mal so rübergehen, aber wir bleiben beim Stockmotor natürlich und für den Anfang sollte uns das auch reichen, das erste Event. Von der Stufe her passen wir da ja noch genau rein. So. Aber ich habe tatsächlich auch sehr viele Leute gesehen und die kann ich verstehen, die eben enttäuscht sind, dass keine neue wirkliche Tuning-Ikone reingekommen ist, wie eine 180SX oder ein RX-8 oder was auch immer. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Da stehe ich tatsächlich auch einen Tacken hinter. Andererseits denke ich mir, wenn sie jetzt 5 Euro für einen RX-8 verlangt hätten, wäre der Aufschrei noch größer gewesen, also... Ja, schwierig. Schwierige Nummer. So. Schämen. Come on. Oder gab es das Event doch vorher schon? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Ist das ein neues Rennen oder gab es das vorher schon mal? Ich könnte mich zumindest gerade nicht daran erinnern, das schon mal gefahren zu sein. So, kommt her. Ja, wieder das Need for Speed Phänomen. Einer zieht vorne weg, die anderen sind doch in Reichweite. Der ist halt Stock noch, der Wagen. Das heißt, er geht nicht so ab, wie er abgehen könnte. Oh Gott. Ich vergaß, Kurven richtig zu fahren war in diesem Spiel eher schwierig. Wir fahren 2 Runden. Nee, das Event ist neu. Also, da könnte ich mich doch dran erinnern, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das neu ist. Letzte Runde ist korrekt.
Ja, gehen wir mal ins Live-Tuning rein währenddessen. Einfach mal ein bisschen mehr Lenkempfindlichkeit, weniger Anpressdruck, Traktionskontrolle aus, Giftstil bremsen. So. Damit dürfte sich jetzt schon mal einiges geklärt haben. Ich höre diesen BMW. Ich muss nur Platz 1 bis 3 erreichen. Ich muss nicht gewinnen. Das ist ein massiver Vorteil. Da bin ich nämlich gerade immerhin drinnen. Und solange ich mich vor dem Infinity da halten kann, ist das auch definitiv erreichbar. Ja, sieht gerade gut aus. An die da vorne komme ich leider gerade nicht ran, da hätte mir da eine Fehler in der Runde 1 nicht passieren dürfen. Aber egal, die Herausforderung ist abgeschlossen. Also gleich. Jetzt. Und das ist ja alles, was ich erreichen will, ne? So. $23.284. Super. Ja, das Geld nehme ich gerne, weil gerade mit dem McLaren möchte ich schon gerne auch ins Performance-Tuning reingehen. Soweit, so gut. Jetzt musst du das versteckte Überwachungsmaterial finden. Gewinne die Tag-Drift-Trial scharfe Kurven, sammle 5 der im Containergebiet verstreuten Schwarzmarktkisten. Ach, gibt's neue Collectibles? Okay, die werden nicht angezeigt. Ja. Im Containergebiet versteckte Schwarzmarktkisten. Was genau soll damit jetzt gemeint sein? Wir gehen da mal rüber. Wir gehen da mal hin. Ich gehe mal davon aus, die Dinger werden schon auffallen. Ja, guck mal, das da oben, oder? Nee, doch nicht. Jetzt ist die Frage, sind das echt kleine Kisten oder sind das Container? Genau, das war die, wo ich den Wagen abgeholt habe. Ich hoffe, ich mache das richtig. Nicht, dass damit jetzt irgendwas komplett anderes gemeint ist und ich suche mir einen Wolf ab für etwas, was ich im Endeffekt gar nicht finden kann. Was ist das da hinten? Das sieht mir verdächtig aus. Aua. Oder? Ne, okay, scheinbar doch nicht. Der blaue Container, da war es halt, aber ja, augenscheinlich nicht richtig. Nope. Aber 5 Stück, die können doch gar nicht so verstreut sein. So groß ist das Gebiet jetzt auch nicht. Warte mal, da ist was markiert auf der Karte. Kann ja sein, dass ich an einer vorbeigefahren bin, das einfach noch nicht gemerkt habe, aber dann sehe ich jetzt immerhin, wie die aussehen. Hä? Moment. Da oben. Okay. Ich verstehe. Okay, es sind also kleine Kisten. Das heißt, ich muss da hoch. Ich hoffe, das reicht. Fuck. So richtig schön gegengeklatscht, einfach pong und runter. So, jetzt aber. Moment, welche Rampe brauche ich die da? Yes, sir. Muss ich durchfahren? Ah ja, okay.
Habe Kiste gesammelt. Sehr schön. Oder doch nicht? Doch, habe ich. Okay. Das heißt, ich halte Ausschau nach kleinen schwarzen Kisten. Wie gesagt, die können nicht so mega verstreut sein. Das kann nicht. Ja, mal da hoch. Da ist eine, aber ich komme da gerade nicht ran. Hey. Hey. Alles okay? Ja, ich bin nur gerade leicht ausgeflippt und brauche jemanden, der mich beruhigt. Ja, ist okay, Anna. Ich bin am Raceway vorbeigefahren und dachte, ich hätte besser an einem Auto arbeiten sehen. Jump. Was? Ich hätte schwören können, er war's. Also bin ich zurückgefahren und habe mir den Kerl noch mal genauer angesehen. Und? So, 2 von 5. Nur ein alter Typ mit grauen Haaren. Er sah ihm nicht mal wirklich ähnlich. Aber ich habe gezittert. Wo bist du jetzt? Beim Strand. Die anderen sind markiert, also ein paar der anderen. Er ist weg. Ja, jo, da drin. Verschwunden und vermutlich tot. Aber was heißt das? Ist der Torres tatsächlich entwischt? Oder hat ja, dann ist da noch eine. Da drinnen vermute ich mal. Ja, wie komme ich da jetzt rein? Pass auf, versuch es hinter dir zu lassen. Moment. So oder so. Außerdem würde er sich bestimmt nicht wieder in Palm City blicken lassen. Da ist eine Rampe. Einigermaßen. Naja, er will schon immer in Sicherheit sein. Du hast recht. Ja. Du hast recht. Ich lasse es hinter mir. Aber die Rampen standen doch hier noch nicht immer so, oder? Die wurden doch teilweise jetzt neu aufgebaut. Mach's gut. Da könnte ich mich doch dran erinnern, wenn die Rampen hier so stehen würden. Andererseits ist es halt echt lange her, dass ich Need for Speed gespielt habe. So, Schwung. Yes, jawohl. Okay, fehlt nur noch eine. Die ist aber noch nicht aufgedeckt. Nope. Ist richtig, okay. Das heißt, eine suche ich, wie gesagt, dann noch. Nope. Wäre zu schön gewesen. Ja, im Containergebiet. Das Ding ist, da drüben stehen halt auch noch Container. Also da hinten. Aber ich glaube, das ist zu weit weg. Ach, guck mal da. Okay. So, wo genau? Jo. Wheelspin ist okay. Da oben drauf oder was? Moment, ich muss erstmal spotten, wo exakt sich diese Kiste befindet. Okay. So einfach ist die Geschichte. Da muss ich noch ein Drift Trial gewinnen. Das würde ich sagen, machen wir relativ simpel. Ich porte mich mal hierhin zurück. Und werde dann meinen Karren erstmal einen Tacken aufbauen. Werde ihm die dementsprechend nötigen Reifen und so geben. Huch. Ich will noch eine Runde drehen. Sagst du jetzt, wenn du irgendwas brauchst. Nein. Aber Leistungstuning. So. Das heißt, Fahrzeug, du bekommst erstmal ein Drift-Fahrwerk, also ein Showcase-Fahrwerk. Nee, die Bremsen braucht er nicht unbedingt. Du bekommst Drift-Reifen. Du bekommst ein Drift-Diff. Also ja, wieder mal ein Showcase-Diff. Und dann kriegt er aber noch definitiv gut Leistung. Ich würde einmal sagen, so ein Turbolader kriegt er. Ah ne, die Teile darf ich leider nicht einbauen. Ja, da noch eine Kühlung und das reicht dann ja schon. Formel E sind wir dann gut drüber. Dann machen wir jetzt noch diesen Drift Trial.
Und dann geht die nächste Folge weiter, beziehungsweise dann gucke ich auch erstmal, was ich hier für Belohnungen bekommen habe oder bekommen werde. So. Einmal wieder da, Rune. Bisschen schneller, wenn das gehen würde. Danke. Ja, Turbo-Sound ist vorhanden. Auf jeden Fall. Und der Wagen. Ja, der driftet doch richtig schön. Ins visuelle Tuning gehe ich mal anders, wie gesagt. Wobei das, glaube ich, eh ins Wasser fallen könnte, wenn man die Karosserieteile erst freischalten muss. Was halt dem Symbol nach so aussah. Aber naja, wir gucken mal. Auch dieses Event scheint mir neu zu sein. So. Scharfe Kurven. Ja, komm. Lass mich fahren. Ja, 200.000. Boah. Oh Gott im Himmel. Ja, dass die Kurven so scharf sind. Das ist ja schon mexikanisch, Alter. Uiuiui. Ja, und dann noch die Rampen da mitten im Weg. Also. Das ist kein schönes Drift-Event. Tut mir leid. Und das hängt nicht mal unbedingt mit der Fahrphysik zusammen, die halt echt, was Driften angeht, immer noch maximal scheiße ist. Das ist wirklich einfach das Event, was einfach gar nicht klar geht. Tut mir leid. Also. Oh Gott. Mehr Punkte. Scheiße. Ach, das ist nicht schön hier. Das ist wirklich nicht schön. Und das, wie gesagt, bei einer eh schon fragwürdigen Driftphysik, was Ghost auch weiß, tatsächlich. Dass die Driftphysik bei den Spielern eher nicht so mega ankommt. Dann noch so ein Event einbauen. Na, ich weiß ja nicht. Weil es macht keinen Sinn mit einem DB11. Aber ich werde mal versuchen, hier einen Tacken zu tänzeln einfach. Um an die Punkte zu kommen, die ich brauche. Ich habe keinen Bock, das Event nochmal zu machen. Hier rum. Das ist halt. Also auch die Kurve, ne? Das ist nicht schön zum Driften. So, immerhin die Punktzahl haben wir erreicht. Meine Fresse, ey. So. Kriegen wir immer in die Belohnungen. 19.000. Huh. Richtiger Hype. Und jetzt bin ich gespannt, was ich bekomme. Wir hatten Glück mit dem Material. Die Überwachungsaufnahmen der Tankstelle zeigen den vorbeifahrenden Wagen. Wir können den Fahrer zwar nicht identifizieren, wissen aber, in welche Richtung er unterwegs war. Es wird Zeit, ihm zu folgen. Ich weiß zwar nicht so hundertprozentig, warum wir irgendeinem Wagen folgen müssen, aber hey, wir machen das einfach mal.
So, dann gehe ich mal zurück in die Garage und schau mal, was genau jetzt diese Belohnungen sind, die da ja da standen im Prinzip. Huch, falsche Taste. Hier stehen jetzt weitere Upgrades offen. Dürfen wir einen Blick drauf? Jo, machen wir. Beim Charakter ein paar neue Sachen. Oberteil. Yeah. So, und beim Optik-Tuning, Karosserie, soll ich irgendwas Neues freigeschalten haben? Warte mal, die wichtige Frage ist jetzt erstmal... Na, no, ich muss die Teile echt freischalten. Och, fuck off. Und ich sehe nicht mal, welches Teil ich freigeschaltet habe. Och, nö. Okay, das heißt, die Tuning-Folgen mit den Karren werden ein bisschen dauern auf jeden Fall. Trotzdem bin ich relativ froh, dass ich jetzt Need for Speed immer mal ein bisschen weitermachen kann. Dass es hier jetzt ein bisschen was gibt, was man so an sich zocken kann. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über deutlich nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.